Freunde, herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Ja, die erste Fahrradtour habe ich hinter mich gebracht. Das Wetter ist noch nicht ganz so prall, es ist relativ batschig hier im Wald, aber es ging einigermaßen. Ich nutze die Gelegenheit und wollte euch eine neue Schallplatte vorstellen. Und zwar geht es um die neue von Liam Gallagher. Jetzt denkt man, der hat doch erst eine Platte rausgebracht. Ja, er hat wieder eine rausgebracht, aber diesmal nicht alleine, sondern mit einem wunderbaren John Squire. Wenn es euch interessiert, um was es da geht, wie die Platte klingt, nach dem kurzen Intro erfahrt ihr mehr. Also, wie schon gesagt, es gibt das neue Album von Liam Gallagher. Der hat mit John Squire ein Album zusammen gemacht. Ich dachte erst am Anfang, das ist eine Single. Dann habe ich aber gesehen, nein, das ist ein ganzes Album. Und zwar, John Squire kennt man von Stone Roses. Das war den ihr Gitarrist damals. Und klar, Liam Gallagher, der Frontmann von Oasis. Jetzt könnte man vielleicht denken, wie klingt die Platte? Eine Mischung zwischen Stone Roses, eine Mischung zwischen Oasis? Oder klingt sie ganz anders? Ich habe mal reingehört und ich war angenehm überrascht. Zuvor aber noch ganz kurz zur Platte. Es ist eine einfache LP in einem weißen Cover. Die Idee von dem Cover ist ganz schön gemacht. Ne? Man sieht vorne so verschiedene Milchpackungen, Schokoriegel und so weiter. Und auf den einzelnen Objekten sind dann quasi die Titel von den Liedern. Aber ansonsten ist das Album, also das Cover, eher unspektakulär. Es ist ein dünnes Cover, eigentlich nicht besonders schön gemacht. Und vor allem sehr, sehr enttäuschend ist der Inhalt gewesen. Es war einfach nur die Platte in einem Papierschuber, also nicht mal, also eigentlich wie eine gefütterte Innenhülle, nur nicht gefüttert. Also weder bedruckt noch sonst was. Das Innersleeve, also relativ langweilig. Das habe ich natürlich direkt ausgetauscht gegen ein gefüttertes Innersleeve. Und dann ging's. Oh, böser Fehler von mir. Ich hätte beinahe vergessen, dass in der Hülle noch ein Poster dabei ist oder ein Plakat. Also nicht nur die ungefütterte Innenhülle, sondern auch ein kleines Plakat. Nein, ein großes Plakat. Ich zeig's mal kurz. Die Platte an sich klingt fantastisch. Ist bei mir keine Störgeräusche. Das Ding hat keinen Teller oder sonst was. Das ist nicht irgendwie gewellt. Ist eine perfekte Pressung. Fühlt sich echt super an. Sieht super aus. Und wie gesagt, vom Klang her fand ich es auch sehr, sehr ansprechend. Jetzt, wie klingt die Platte an sich? Es ist nicht zu vergleichen mit den Oasis-Alben, finde ich. Die waren ja doch relativ überladen damals mit verzerrten E-Gitarren, was ja für die Musik eigentlich okay war. Nur hier ist es etwas differenzierter. Man hört auch zwei Gitarren oder drei Gitarren. Meistens ist es eine Solo-Gitarre, die halt die Solis spielt. Eine Rhythmus-Gitarre, die sich dezent im Hintergrund hält. Manchmal ist auch eine Akustik-Gitarre zu hören. Also es klingt aufgeräumter. Man kann viel besser differenzieren, wo welches Instrument spielt oder auch was welches Instrument spielt. Das war bei Oasis manchmal doch schon so ein bisschen matschig, breiig. Das ist also hier wesentlich, wesentlich besser geworden. Ansonsten, es sind 10 Songs drauf. Ich habe mal von den 10 Songs mal verschiedene rausgepickt. Es sind tatsächlich 6 geworden. Und die möchte ich nur ganz kurz ansprechen. Also wirklich nur ganz kurz, was mir dazu einfällt, wie sie vielleicht ungefähr klingen. Und ja, das sind halt die 6 besten Songs auch auf dem Album. Ich lasse sie auch ganz kurz dann anspielen, aber nur kurz, weil sonst bekomme ich nachher noch Ärger mit GEMA und YouTube und so Krams, wisst ihr ja alle. Aber wir hören mal ganz kurz rein, damit ihr wisst, um was es überhaupt geht. Ich habe mir da dann natürlich Notizen gemacht. Und zwar fangen wir an mit dem ersten Song. Der heißt Raise Your Hands. Der, finde ich, klingt ganz klassisch so nach einem Beatles-Song, so einem späten Beatles-Song, so auf dem weißen Album oder vielleicht sogar noch auf dem Let It Be-Album. Der zweite Titel ist auch gleich der zweite Song auf dem Album. Der heißt Mars to Liverpool. Das ist auch eine Single-Auskopplung. Die würde ich jetzt eher so in die Oasis-Richtung sehen, die Platte, also die Single. Das sind schon Gemeinsamkeiten mit Oasis. Nicht ganz so wild, aber schon klar. Das Problem ist natürlich, wenn man den Gesang von Oasis kennt und Liam Gallagher ist halt immer der Frontmann gewesen, dann klingt es alleine schon vom Gesang her so ein bisschen nach Oasis. Aber das könnte ein wunderbarer Oasis-Titel von damals gewesen sein. Die dritte Nummer, die ich mir ausgesucht habe, ist der 4. Song auf dem Album. Der heißt I'm a Wheel.
Und das ist eine ganz klassisch getragene, also relativ langsame Blues-Nummer. Also richtige klassische Blues-Rock-Nummer. Hat einen schönen Shuffle-Rhythmus, aber hört einfach mal selbst. Auf dem Album noch den fünften Song erwähnen, der heißt Just Another Rainbow. Das ist auch eine Single-Auskopplung und da muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir bis jetzt am besten. Der erinnert auch sehr stark an einen Oasis-Titel. Der sechste Song auf dem Album, also gleich der erste Song auf der zweiten Seite, der heißt Love You Forever und wem da nicht direkt Jimi Hendrix einfällt, weiß ich auch nicht. Also vom Gitarrenspiel, von den Solis, auch die Klangeinstellung, man merkt hier, das ist eine Fender Stratocaster, ganz klassisch und vom Klang her, ja, könnte ein Jimi Hendrix Titel sein. Sehr, sehr schöner Titel. Dann der achte Song heißt You're Not the Only One. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein ganz, ganz klassischer Blues-Rock-Titel. Klassische 3-4 Akkorde, mehr ist es nicht. Klingt so ähnlich wie damals Johnny B. Good von Chuck Berry, nur wesentlich langsamer gespielt, deswegen klingt es auch ganz anders. Aber wenn man genau aufpasst, sind genau die drei Akkorde, die klassischen Blues-Rock-Akkorde, die früher so ziemlich in jedem Rock-Titel zu finden waren und auch heute noch zu finden sind. Ja, das waren die sechs Titel, die ich euch anspielen wollte. Abschließend möchte ich sagen, oder würde ich sagen, es ist ein tolles Album. Ich finde es abwechslungsreich und jeder, der so ein bisschen was mit der britischen Musik anfangen kann, obwohl es hier nicht in die Britpop-Welle geht, sondern es ist einfach nur britische Musik, der dürfte mit dem Album eigentlich glücklich sein. Und ich finde es auch schön, dass die Sachen mit John Squire aufgenommen worden sind. Liam Gallagher hat nur damals gesagt, wie sie die Platte aufgenommen habe. Einzige Voraussetzung ist, er schreibt alle Texte, er will keine Texte schreiben. So, das war's mit meinem kurzen Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, ein Abo dalassen, würde ich mich riesig freuen. Ich setze mich jetzt nochmal auf den Drahtesel und versuche noch im Trockenen nach Hause zu kommen. Und ja, wir sehen's. Bis dann.